Die Parlamentarier müssen dafür die Verfassung ändern. Und das Volk muss ruhig bleiben. Dafür braucht er einen Befehlshaber. Denn natürlich zählt er auf die Garnison von Paris. Er hat nicht die Absicht, sie einzusetzen. Doch er braucht ihren Rückhalt und somit einen General. Sieyès sucht also einen beliebten und verfügbaren General. Einige tausend Kilometer entfernt verfolgt Bonaparte alles, was in Paris vor sich geht. Er lässt seine Armee zurück, überträgt General Kléber den Oberbefehl und geht bei Nacht und Nebel an Bord einer Fregatte namens Muron. Wie der Adjutant, der sich auf der Brücke von Arcole für ihn opferte. Als Bonaparte seine Armee zurücklässt, geht er ein enormes Risiko ein. Vielleicht wird er nie in Frankreich ankommen. Viele Schiffe werden von der britischen Flotte aufgebracht. Zudem ist unklar, wie sein Empfang ausfallen wird. Denn er hat sich ohne Befehl von seiner Armee entfernt und könnte daher als Deserteur gelten. Bonaparte war seit über einem Jahr in Ägypten verschollen. Es gab keine Nachrichten. Niemand wusste Genaueres. Einige meinten, er sei krank, andere hielten ihn für tot. Und nun tauchte er plötzlich an der Côte d'Azur auf. Keiner hatte mit ihm gerechnet. Schon bei seiner Ankunft in Fréjus jubeln ihm die Menschen zu. Avignon, Valence, Lyon, überall das gleiche Bild. Für die Bevölkerung repräsentiert Bonaparte die Siege des Italienfeldzugs. Er war es, der Österreich einen Friedensvertrag aufgezwungen und Frankreich den Frieden gebracht hat. Er ist der Inbegriff eines siegreichen Generals. Bauern verlassen mitten in der Nacht ihre Dörfer, um mit Laternen und Kerzen den Weg zu weisen, damit er nicht von Räuberbanden angegriffen wird. Bonaparte hat sich nicht getäuscht. La poire est mûre. Die Birne ist reif, wie er sagt. Er fühlt sich als Auserwählter, der für den Ruhm bestimmt ist und sein Jahrhundert erleuchten wird. Und er kommt genau im richtigen Moment. Er ist zum beliebtesten Mann Frankreichs geworden. Der Retter, auf den alle warten. Zurück in Paris erklärt er sich bereit, an Sieyès Verschwörung teilzunehmen. Am 9. November 1799, dem 18. Brumaire des Revolutionskalenders, wird der Staatsstreich ausgelöst. Unter dem Vorwand eines royalistischen Komplotts versetzt das Direktorium die beiden Kammern des Parlaments, den Rat der Ältesten und den Rat der 500, ins Schloss Saint-Cloud, angeblich um sie zu schützen. Tatsächlich sollen sie isoliert werden. Der Staatsstreich vom 18. und 19. Brumaire verläuft in zwei Phasen. Die erste Phase spielt sich in Paris ab, wo zwei Dinge beschlossen werden. Erstens sollen sich die Kammern nicht mehr in der Hauptstadt versammeln, da ein Putsch drohe. Die Verfassung erlaubt dies und so fällt die Wahl auf das Schloss Saint-Cloud im Südwesten von Paris. Zweitens wird General Bonaparte der Befehl über die Armee des Inneren, die Truppen von Paris, übertragen. Der 18. Brumaire ist also der Tag der Machtübernahme. Am 19. versammeln sich die beiden Kammern im Schloss Saint-Cloud. Dort wird ihnen mitgeteilt, dass alle Direktoren zurückgetreten seien und eine neue Verfassung gebraucht werde. Das ist die parlamentarische Phase. Sieyès ist bereit zu warten, bis die Kammern über eine Übergangsregierung beraten und eine neue Verfassung geschrieben haben. Doch Bonaparte ist kein Mann der Geduld.
Am nächsten Morgen beschleunigt Bonaparte die Ereignisse. Er begibt sich selbst nach Saint-Cloud, wo die Parlamentarier tagen. Er hofft, den Staatsstreich nutzen zu können, um die Macht zu ergreifen. Doch er weiß, dass in der Nacht schon Intrigen gegen ihn gesponnen wurden. Scheitert der Staatsstreich, wird er auf dem Schafott enden. Er will eine Rede halten, um die Entscheidung der Abgeordneten zu beschleunigen. Bonaparte ist Soldat. Er mag keine Parlamente, keine Zivilisten und keine Politiker. Er weiß auch nicht, wie er sie ansprechen soll. Während der Revolution hat er Parlamente erlebt und eine starke Abneigung gegen sie entwickelt. Und er ist es gewohnt, dass ihm zugejubelt wird, wenn er spricht, und dass ansonsten Schweigen herrscht. Er kennt eben nur ein militärisches Publikum. Und so beschließt er, etwas unüberlegt, sich das Parlament gefügig zu machen, durch die Kraft seiner Redekunst. Bonaparte spricht zuerst vor der ersten Kammer, dem Rat der Ältesten. Er weiß, dass sie ihm eher wohlgesonnen sind. Das Publikum ist überzeugt, doch es applaudiert nicht, denn ein Soldat in Uniform auf der Rednertribüne ist im Revolutionsparlament nicht üblich. Bonaparte ist angespannt und ungeschickt. Er spricht, als stünde er vor seinen Soldaten. Es heißt, ich wolle eine Militärregierung errichten. Ich werde mit Verleumdungen überhäuft. Vergesst nicht, dass die Götter des Sieges und des Glücks mit mir sind. Für die Abgeordneten steht die Rednertribüne für die Legitimität des Parlaments. Ein General, der sich selbst zum Gott des Sieges erklärt, passt ihnen gar nicht. Zwischenrufe und Widerspruch, an die er nicht gewöhnt ist, bringen Bonaparte aus dem Konzept. Sein Adjutant rät ihm, die Rede abzukürzen. Er will nun die zweite Kammer überzeugen, den Rat der 500, der ihm viel ablehnender gegenübersteht, in dem aber sein Bruder Lucien den Vorsitz führt. Als er eintritt, ist eine hitzige Debatte im Gange. Alle schreien durcheinander. Einige fordern eine Abstimmung, andere weigern sich. Bonaparte versucht, die Tribüne zu erreichen. Doch er darf nicht sprechen. Nieder mit Bonaparte, heißt es. Es lebe die Republik. Die Stimmung ist so aufgeheizt, dass er in Sicherheit gebracht werden muss. Dann marschieren Grenadiere in den Saal. Sie ergreifen ihn und zerren ihn zum Ausgang. Vor Entsetzen kratzt er sich das Gesicht blutig. Die Abgeordneten versuchen, ihn zu ergreifen. Im Vorbeigehen muss er einige Faustschläge einstecken. Doch es gelingt, ihn herauszuholen. Am Ausgang wird er ohnmächtig. Warum versagen seine Nerven? Wie kommt es, dass sich ein so tapferer Feldherr von Zivilisten in Roben beeindrucken lässt? Zum ersten und fast einzigen Mal in seinem Leben hat Bonaparte Angst gehabt. Denn diese Szene hat ihn an einen anderen Tag erinnert, den er nicht vergessen kann. Den 10. August 1792. An jenem Tag stürmten Aufständische den königlichen Tuilerienpalast. Der König wurde in Sicherheit gebracht, doch seine Schweizer Garde erlitt hohe Verluste. Bonaparte war als junger Offizier zu Besuch in Paris und sah alles mit an. Keines meiner Schlachtfelder hat mir jemals den Anblick so vieler Leichen geboten wie diese vielen Schweizer. Die Wut war in allen Herzen. Sie zeigte sich auf allen Gesichtern. Alles, was er nicht beherrschen kann, fürchtet er.
Und seit dem 10. August 1792 verabscheut er die unmittelbare, unkontrollierbare Form der Gewalt. Bonaparte fürchtet nicht den Tod an sich, sondern nur bestimmte Todesarten, etwa die Hinrichtung durch einen Lynchmob. Diese Vorstellung macht ihm Angst. Durch eine Gewehrkugel auf dem Schlachtfeld zu fallen, fürchtet er nicht. Doch die Gewalt einer entfesselten Menge versetzt ihn in Panik. Er verliert die Kontrolle über sich selbst. Doch genau wie in Arcole wird Bonaparte sein Scheitern in einen Sieg verwandeln. Sollte mein Glück über schreckliche Armeen triumphiert haben, um nun an einer Handvoll Aufrührer zu scheitern? Aus den Handgreiflichkeiten vom 19. Brumaire macht er einen Mordversuch. Bonaparte ist blutverschmiert, seine Uniform zerrissen. Es ist leicht, die Truppen zu überzeugen, dass ihr General ermordet werden sollte. Und so geschieht es. Lucien Bonaparte behauptet, die Abgeordneten hätten Napoleon mit Dolchen angegriffen. Das Bild des Dolchstoßes ist beim Staatsstreich vom 18. Brumaire sehr präsent. Sie haben versucht, euren General zu töten, aber ich als sein Bruder weiß, dass er für die Freiheit kämpfen wird. Helft ihm. Bonaparte kommt wieder zu Bewusstsein und befiehlt, den Saal zu räumen. Diese imaginären Dolche sind Futter für die Legende. Bonaparte hat über den Tod triumphiert. Er ist stärker als Cäsar. Die Erfindung der Dolchattacke ist ein klarer Bezug zur Ermordung Cäsars. Die Propaganda des neuen Regimes stellt Bonaparte im Grunde wie einen Cäsaren dar, der den Dolchen der Verschwörer entkommen ist. Seine Ohnmacht vom 19. Brumaire ist vergessen. Der Mordversuch macht ihn unbesiegbar. Sieyès und die Verschwörer können dem nichts entgegensetzen. Bonaparte wird zum ersten Konsul ernannt und ist nun Alleinherrscher. Nun, da er Cäsar ist, will Bonaparte seiner Bestimmung folgen und ein Kaiserreich errichten. Das nächste Bild, das er bei dem Maler Gros in Auftrag gibt, zeigt ihn als Gesetzgeber. Napoleon hat einmal gesagt, ich bin die Art Mensch, die Imperien gründet. Das ist sehr wichtig, um seinen Charakter zu begreifen. Neben seinen Träumen von militärischem Ruhm möchte er auch zivilen Ruhm erlangen. Er sagt, ich werde stärker als Antoine Parmentier in die Geschichte eingehen. Dennoch wird Parmentier mit seiner Kartoffel wohl nützlicher gewesen sein als ich. Er möchte also ebenfalls Geschichte schreiben. Er will derjenige sein, der, wie er sagt, den Schlund der Revolution schließt, die Franzosen versöhnt und die Gesellschaft, den Staat, wieder aufbaut. Doch indem er alle Macht auf sich konzentriert, wird der erste Konsul zur Zielscheibe für Verschwörungen. Das beunruhigt ihn nicht weiter, bis ihm der Tod wieder einen Besuch abstattet. An diesem Heiligabend wäre der erste Konsul gern im Tuilerienpalast geblieben. Gesellschaftliches Leben interessiert ihn nicht. Doch wie könnte er der Frau widerstehen, die er liebt? Josephine hat darauf bestanden, dass er sie in die Oper begleitet. Dieses Mal hat ihn der Tod nur knapp verfehlt.
Bonaparte ist dem ersten Bombenanschlag der Geschichte entkommen. Die Bombe war in einem Pferdekarren versteckt. Die Rue Saint-Nicaise bietet einen entsetzlichen Anblick. Der Tuilerienpalast ist nur wenige hundert Meter entfernt. Kurz zuvor hat ein Mann einer 14-jährigen Brotverkäuferin 12 Sous gegeben, damit sie seinen Karren bewacht. Er versteckte sich und setzte die Lunte in Brand, als die Kutschen den Tuilerienpalast verließen. Ganz offensichtlich galt der Anschlag Bonaparte. Doch seine Kutsche hat das Mädchen bereits einige Sekunden vor der Explosion passiert. Das Attentat in der Rue Saint-Nicaise ist extrem brutal für die damalige Zeit. Seine Wirkung auf die Bevölkerung lässt sich heute nur noch schwer ermessen, denn die Methode war damals neu. Es gibt über 20 Tote und mehr als 60 teilweise schwer Verletzte. Viele Leichen sind zerfetzt oder verbrannt, kriegsähnliche Szenen mitten in der Stadt. In gewisser Weise ist es das erste moderne terroristische Attentat in Paris. Bonaparte bewahrt die Fassung. Er fährt weiter, als wäre nichts geschehen. Die Nachricht von dem Attentat ist ihm zur Oper vorausgeeilt, wo er für seinen kühlen Kopf großen Applaus erntet. Für ihn beweist das nur seine Unbesiegbarkeit. Er ist vom Glück begünstigt. Nichts kann ihm etwas anhaben. Bonaparte glaubt fest an sein Glück oder seine Fortune, wie es damals hieß. Wenn er einen General braucht und Erkundungen einzieht, fragt er, hat dieser General auch Fortune? Das ist ihm wichtig. Und wenn es dann eintritt, ist es nicht weiter verwunderlich. Als er dem Bombenanschlag entgeht, weiß er, es war knapp, doch er hat wieder einmal Glück gehabt. Aber er kocht vor Wut. Der Anschlag hätte die nächste Kutsche treffen und Josephine töten können. Er hat überlebt und er wird das Attentat nutzen, um seine Feinde zu vernichten. Sur le plan politique, er landet einen politischen Coup, der nicht besonders ruhmreich, aber dafür sehr wirksam ist. Anfangs lastet er den Mordversuch den Jakobinern an. Er lässt 130 von ihnen verhaften und in die Kolonien deportieren. Als er erkennt, dass die Royalisten die Schuldigen sind, wendet er sich gegen sie. Und es gibt auch in ihren Reihen Verhaftungen. Der Anschlag in der Rue Saint-Nicaise bekräftigt seine Unbesiegbarkeit und seine Popularität. Und er nutzt ihn, um die beiden feindlichen Lager zu schwächen. Doch er sieht den Anschlag auch als Warnsignal. Sein Tod könnte sein Werk gefährden. Wenn ich in 4 oder 5 Jahren sterbe, ist alles in die Wege geleitet und geht seinen Gang. Sollte ich früher sterben, weiß ich nicht, was geschehen wird. Ihm wird klar, dass seine Herrschaft nicht gefestigt ist. Solange es keine stabileren Institutionen gibt und er seine Macht nicht endgültig etabliert hat, wird er immer ein Ziel für Attentate sein. Zum Zeitpunkt des Anschlags regiert er seit einem Jahr oder etwas länger. Und hat bereits viel erreicht. Verwaltung und Justiz sind reformiert, Österreich ist besiegt und mit den meisten europäischen Staaten wird über Verträge verhandelt. In gebildeten Kreisen hoffen die Franzosen also auf eine Stabilisierung und einen baldigen inneren und äußeren Frieden. Das Attentat auf Bonaparte wirkt wie ein Schock. Die Menschen fragen sich, was wohl im Falle seines Todes geschehen wäre. Es käme wieder zum Bürgerkrieg. Das Land fiele wieder unter die Herrschaft des Direktoriums. Allein diese Vorstellung versetzt die Menschen in Panik. Das festigt seine Macht und lässt ihn als unverzichtbar erscheinen. Bonaparte nutzt dieses günstige Klima.
Er lässt sich zum Konsul auf Lebenszeit ernennen. Damit hat er das Recht, seinen Nachfolger selbst auszuwählen. Er hat die absolute Macht. Nie hat es einen so schnellen Wandel gegeben wie während des Konsulats. Diese 3 Jahre von 1800 bis 1803 sind eine Zeit großer Reformen. Oder sagen wir bis zum Erlass des Code Civil 1804. Bonaparte verändert das Land von Grund auf. Dies ist wohl nur seiner starken Machtstellung in allen Bereichen zu verdanken, denn das Parlament wird ins Abseits gedrängt. Er hat eine militärische Vorliebe für Effizienz und Schnelligkeit. Nichts darf verzögert werden. Jetzt ist sein Aufstieg nicht mehr zu stoppen. Die Auftragskünstler tragen zur Legende bei. Wie schon für Arcoli lässt er für jede gewonnene Schlacht ein Gemälde anfertigen. Mit einem der anschaulichsten erinnert der Maler David an den Sieg von Marengo. Napoleon hat den großen St. Bernhard auf einem Maultier überquert. Doch in die Legende eingehen wird ein weißes Pferd. Dieses Gemälde ist ein Meisterwerk der Kommunikation und entspricht genau der Propaganda, die sich damals durchsetzte. Wir sehen ihn in einem purpurnen Mantel, wie ihn die Generäle im antiken Rom trugen. Der bevorstehende Triumph klingt also schon an. Er sitzt auf einem weißen Pferd, das seit langem ein starkes Symbol für den Sieg ist. Und links unten liegen Steine, auf denen die Namen Bonaparte, Hannibal und Karl der Große zu lesen sind. Das Ziel ist klar definiert. Am 2. Dezember 1804 lässt sich der erste Konsul wie Karl der Große zum Kaiser krönen. Anschließend setzt er anstelle des Papstes seiner Frau Josephine persönlich die Krone auf. Die Propagandabilder feiern nun nicht länger Bonaparte, sondern Napoleon den I. Er war so nah am Abgrund gestanden, nun eilt er von Erfolg zu Erfolg und von Sieg zu Sieg, so wie in der Schlacht bei Austerlitz. Seine Gegner schließen neue Bündnisse, doch der General verliert keine Schlacht. Er vergrößert sein Kaiserreich. Europa liegt ihm zu Füßen. Gleichzeitig setzt er seinen Pas de Deux mit dem Tod fort. Bei der Belagerung von Regensburg wird er an der Ferse verwundet. Er ist bei seinen Soldaten und gibt ihnen ein Beispiel. Er sucht nicht den Tod, sondern er versucht, ein Vorbild zu sein. Er glaubt an seine Bestimmung und keinen Augenblick daran, er könne getötet werden. Er geht Risiken ein, um seine Truppen anzuspornen. Den Sommer 1809 verbringt er im Schloss Schönbrunn bei Wien, um Friedensverhandlungen zu führen. Gerade hat der Unbesiegbare die Österreicher bei Wagram zum 4. Mal geschlagen. Jeden Morgen nimmt er um 10 Uhr eine Truppenparade ab. Bis zu dem Tag, an dem der Tod einen neuen Versuch startet. Bei der Parade wird ein 17-jähriger Deutscher festgenommen, der ein Messer bei sich trägt. Er heißt Friedrich Stabs und stand nur wenige Meter vom Kaiser entfernt. Warum will ihn jemand töten? Er schenkt den Völkern mit seinen Eroberungen doch die Freiheit. Er hat doch ganz Europa seinen Code Civil, die Errungenschaften seiner Verwaltung und die Ideale der Französischen Revolution gebracht.
Seit dem Bombenanschlag vor 7 Jahren ist er dem Tod nicht mehr so nah gewesen. Er will verstehen, warum ihn ausgerechnet ein Deutscher töten wollte. Denn auch das ist wichtig. Für Napoleon mit seiner sehr französischen Denkweise ist die Vorherrschaft Frankreichs gut für Europa. Deswegen macht er sich wenig Gedanken darüber, was das Volk von seinen Plänen hält. Letztendlich will er den Feudalismus abschaffen und die Staaten neu organisieren. Er will ihnen ein gutes Finanzwesen geben und sie in ein System mit Frankreich als Zentrum einbinden. Denn Frankreich ist natürlich immer viel besser als die anderen. Napoleons gesamte Politik gründet auf der Zustimmung des Volkes. Auf Plebisziten, besonders in Frankreich, aber auch in den eroberten Ländern. Er sucht die Unterstützung des Volkes und kann den Widerstand in einigen Ländern nicht verstehen. Er möchte überall vom Volk geliebt werden.